Knaller-Hörspiel, ja, das wir immer wieder bejubeln, wenn es kommt, nämlich Atlantic Zero, ebenfalls am Samstag, dann zu einer gesitteteren Zeit, 14 Uhr nachmittags im ORF 1, diese sehr, sehr gute WDR-Produktion aus 2012. Und gespielt wird das ganz grandios von Andreas Fröhlich und Rainer Bock. Rainer Bock spielt einen Milliardär, der entführt wurde und zusammen mit 39 anderen Milliardären, die sollen Lösegeld zahlen. Und dieses mit diesem Lösegeld ist halt was Besonderes. Kann man jetzt, glaube ich, nicht verraten, sonst ist viel weg von der Spannung. Nee, es ist aber auf jeden Fall, diese Kammerspielatmosphäre ist ganz großartig. Es baut sich zum Höhepunkt nach hinten immer, also es wird immer noch drauf geschichtet und noch mehr drauf geschichtet. Dann spielt die Sinnlosigkeit eine große Rolle. Das ist schon, ja, teils sensationell inhaltlich. Ja. Mit einem ganz großartigen Finale, das hängen bleibt. Ja. Immer so schön. Leider parallel dazu gibt es auch ein großartiges Hörspiel für die eher kleineren Ohren. Ja, nicht unbedingt, aber auch für die kleineren Ohren, sagen wir mal so. Eine Episode der starken Stücke, und zwar Ludwig van Beethovens Symphonie Nummer 9 von Markus Warnhöfer im HR2 um 14.05 Uhr am 16. März. Das ist eine, ja, schöne Produktion um Beethovens 9. Symphonie, die berühmte. Wenn ihr mögt, hört gerne mal rein, es lohnt sich. Ja. Dann haben wir wieder Radio-Tatort. En masse, Freitag, samstagsabends. Ja. Massenhaft. Da könnt ihr aber Olaf dann wieder nachgucken. Genau, da steht es ja zumindest dann drin. Dann gibt es ein Kinderhörspiel von Christine Nöstlinger, so heißt sie, und Mario Göpfert. Auch zwei Autoren, die gerne und oft für Deutschlandradio Kultur schreiben, da auch schon sehr schöne Hörspiele vorgelegt haben. Diesmal gibt es das Hörspiel TV Karl, beziehungsweise es heißt auch unter dem Titel, gibt es auch unter dem Titel Anton und der TV Karl. Anton ist ein 11-jähriger Junge, der einen eigenen Fernseher im Kinderzimmer hat und er lernt da Karl kennen, den man durch einen Knopf auf der Fernbedienung aktivieren kann. Ja, Karl kann jetzt halt mit Anton im Fernsehen reden, beziehungsweise Anton auch mit Karl und er hilft ihm jetzt durchs Leben und das ist eine total abstruse, aber auch lustige und unterhaltsame Geschichte. Hört gerne mal rein, ist eine schon etwas betagte Produktion. Deutschlandradio Kultur aus 1996, Regie führte Rainer Klute, den kennt man ja vielleicht von den Van Dusen-Hörspielen. Oder von dem großartigen Hasse Karlsson hat er zum Beispiel damals inszeniert. Und er macht auch hier den TV Karl und das richtig gut. Und ja, hört einfach rein. Sonntag, 17. März, 14.05 Uhr, Deutschlandradio Kultur. Jo, dann springen wir wieder zum Montagabend, 21.33 Uhr, Deutschlandradio Kultur, Pflichttermin. Auch diesmal mit einem hörenswerten Stück, nämlich Bankers Mahlzeit von Christoph Güskin. Einem sehr zynischen Stück, in dem es um die Entführung eines Millionärs geht, der von einer Frau entführt wird und im Internet zur Schau gestellt wird und das Internetpublikum zur Abstimmung bittet, was denn nun passieren soll. Es geht im Endeffekt dann darum, ein bisschen reingespielt, wie pervers der Aktienmarkt funktioniert, mit diesem Wetten auf Gewinne und Verluste. Davon hängt nämlich letztlich sein Leben ab, ob er ersäuft oder nicht. Das ist ein sehr, sehr perfides Spiel, wo eben die Verursacher quasi der Krise, der überall beschriebenen Krise, mal in einer Person zur Verantwortung gezogen werden und das, was sie quasi mit den Leuten, mit den Anlegern gemacht haben, jetzt mit ihnen gemacht wird auf eine ziemlich pointierte Weise. Ja, es ist ein bisschen nicht so ganz schlüssig, dieses Spiel, fand ich. Das ist nicht ins letzte Detail durchdacht worden, aber es ist trotzdem, also es funktioniert trotzdem ganz gut. Also das Spannungslevel ist ganz gut erdacht. Die Story ist sehr, sehr pfiffig, fand ich, von der Idee her und durchaus dramatisch gen Ende hin. Ja, doch das kann man sich sehr gut anhören. Pflichttermin Deutschlandradio Kultur, 21.33 Uhr, montags den 18.03. Genau, dann gibt es auch nochmal drei Radio-Tatorte in der Wiederholung und dann montagsabends, 18. März, 23.05 Uhr, WDR3, gibt es Operation Nation, ein Hörspiel von Thilo und Simon Gosiohan. Und zwar ist es der Nachfolger von Operation Dance Sensation. Ein Hörspiel, in dem es darum geht, dass Saddam Hussein seine Hinrichtung überlebt hat, beziehungsweise die gefaked war und jetzt macht sich
Jackson und Atlas auf und versuchen, ihn da doch noch zu überführen und gefangen zu nehmen. Und ja, die Gosio-Hans machen mit diesem Ding eine wunderbare Persiflage auf Actionfilme der 80er Jahre. Das ist wirklich, wirklich schön und lustig und absolut abstrus. Humor ist halt ein Problem dabei, weil das ist nicht jedermanns Geschmack. Aber ich kann da sehr gut drüber lachen. Ja, ich auch. Ist besser als Jack Slaughter. Ja, das Ganze gibt es dann auch nochmal am Dienstag um 23 Uhr bei 1 Live. Gibt es das nochmal in der Wiederholung. Und dann sind wir schon beim Mittwoch angelangt. Da gibt es dann Paul Temple und den Konrad-Fall, ebenfalls am Donnerstag dann in der Wiederholung. Und zwar das Ganze bei Bayern 2, mittwochs um 20.03 Uhr. Und die Wiederholung donnerstags, 21. März, 21.03 Uhr. Und dann kommen wir zum Donnerstag. Da gibt es um 23 Uhr auf 1 Live von Anja Herrenbrück Flashback zu hören. Ein sehr hörenswertes Kammerspiel. Ja, es geht um ein Verhör letztlich. Und im Hintergrund spielt eine revolutionäre Gruppe eine Rolle, nämlich die Hydro-Guerilla. Und ein Fall, der relativ lange zurückliegt. Und die Staatsanwältin versucht eben, diesen Fall nachträglich aufzulösen. Er ist verurteilt wegen Mord, beziehungsweise er wurde nicht verurteilt wegen Mordes, sondern in der Psychiatrie eingewiesen. Und die Staatsanwältin rollt den Fall aber nochmal neu auf und versucht da doch noch ein bisschen mehr Fleisch bei rumzubekommen, was dann tatsächlich passiert ist. Und das gelingt auch. Und das ist eine sehr gut konstruierte Story. Kann ich daher jedem nur empfehlen, wer Kammerspiele mag und Hörspiele, die so, ja, sich so langsam aufbauen und langsam auflösen. Also da ist es, ist man genau richtig. Sehr, sehr gute Inszenierung von Deutschlandradio Kultur, die ja einen einfachen Händchen für Krimis haben. Das kann man eigentlich immer sagen. Ja, hört rein. Donnerstag, 21. März, 23 Uhr bei 1 Live. Ja, und dann haben wir wieder ein musikalisches Hörspiel, nämlich am Freitag, den 22.03. im RBB Kultur, 22 Uhr, Treffen in Dublin von Thorsten Enders, eine MDR-Produktion aus 2012, Regie führt Judith Lorenz. Und es geht letztlich um die Entstehungsgeschichte und die vor allem die Aufführung des Messias vom Händel, und zwar vor allem um den Händel zwischen Händel und Jonathan Swift. Genau, die da erbitterte Gegner sind. Also Händel ist möchte natürlich den Messias auf die Bühne bringen, und Swift ist als Vorsteher der dortigen Kirche in Dublin da sehr erbost drüber, dass man da quasi das so fürs breite Publikum da so als Unterhaltungskonzert praktisch darbietet, und sieht da das einfach nicht würdig genug, und diese Diskrepanz, die muss jetzt halt irgendwie da aufgelöst werden, und das gelingt Thorsten Enders. Er ist der Autor des Hörspiels, der ja auch beim Deutschlandradio Kultur für die Krimis zuständig ist. Dem gelingt das sehr, sehr gut in diesem Hörspiel, und von daher kann man das auch nur empfehlen. Hatten wir das danach eigentlich noch in den starken Stücken dann im gleichen Jahr? Ich glaube schon, das oder? War davor, ja. Davor, glaube ich, okay. Ja. Das, ja. Das Thema war in den starken Stücken ebenfalls, ja, mein Thema, ja. Dann den Unklapp haben wir ja gerade erwähnt, deswegen erwähne ich ihn jetzt nicht nochmal. Ihr wisst ja Bescheid. Ihr wisst ja Bescheid. Einfach zurückspulen nochmal und nochmal nachholen. Genau. Ne? Also Dachs im Eulenlicht, Teil 2. Für die, die es jetzt immer noch nicht mitgekriegt haben. Aber also beim dritten Teil muss es sitzen. Dann springen wir zum Sonntag. Da gibt es um 18.20 Uhr im SWR 2 ein sehr interessantes, ja, es ist mehr Feature als Hörspiel, würde ich jetzt mal sagen. Obwohl es wieder Hörspiel des Monats geworden ist, damals im Oktober 2012. Und zwar, Gesine Schmidt hat sich dem Thema Autismus genähert. Das Ding heißt Oops, Wrong Planet und beschreibt im Endeffekt genau das, nämlich das Gefühl des Fremdseins, das an Autismus Leidende permanent verspüren. Also anscheinend, es wird sehr, sehr gut dargestellt, dass man sich in diese befremdete Reaktion eines Autisten auf das, was um ihn herum passiert, da kann man sich sehr, sehr gut reinfühlen, transportiert durch dieses Feature. Und zwar, es sind teilweise tatsächlich Kleinigkeiten. Es sind teilweise sprachliche Dinge, die da eine Rolle spielen, über die einfach ein Autist stolpert. So einfache Sachen wie zum Beispiel, wenn jemand irgendwie ein Sprichwort, also 1:1 meint, also was weiß ich, kratzt die Kurve und man überhaupt nicht versteht, was das jetzt bedeuten soll, weil man eben nicht versteht, dass das ein Sprichwort ist.
da fehlt quasi dann im Kopf dieser Bezug zu diesem einen Schritt, den man dann machen sollte auf eine Metaebene. Und das finde ich ist sehr, sehr spannend anhand von, ich glaube, 3 oder 4 Schicksalen von Autisten dargestellt. Und das Spannende für mich war vor allem mal zu sehen, dass Autismus eben nicht nur dieses berühmte auf dem Stuhl mit Blick auf die Wand und diese wiegenden Bewegungen, das ist für mich immer Autismus gewesen, dieses ja Schubladendenken, sondern dass Autismus eben auch wirklich so Kleinigkeiten, verbale Dinge, verbales Fremdsein in einer gewissen Umgebung sein kann. Also das kann ich tatsächlich echt nur empfehlen. Ich fand das sehr, sehr spannend und erhellend, mal einen Einblick in diese fremde Welt zu bekommen. Und das wird durch dieses Feature sehr, sehr gut transportiert. Kann man gerne mal reinhören. Ist aber wieder so ein Streitfall, ob das jetzt ein Hörspiel ist oder nicht. Ich weiß nicht. Also für mich ist das weniger Hörspiel, sondern tatsächlich mehr Feature, auch wenn natürlich die Darsteller Schauspieler sind, trotzdem. Dann ebenfalls am Sonntag um 21.05 Uhr in der Info. Also Sonntag, 24. März, ne? Immer nochmal mit zwischendurch erwähnen. 21.05 Uhr, ja. In der Info gibt es eine Ursendung, die sehr vielversprechend ist. Gehört haben wir sie noch nicht, aber es geht um ein Hörspiel von Volker Präkelt. Der hatte uns im letzten Jahr ja mit dem Beatles-Hörspiel überrascht, wie der Lapskaus in den Leslie kam, hieß das ganze Stück. Das war ein sehr gutes Beispiel über die Anfangsjahre der Beatles. Und diesmal heißt das Hörspiel The Dark Side of the Moon. Kann man sich denken, es geht um eine andere Band. Pink Floyd, vermutlich mal. Und, meinst du? Ich weiß ja nicht. Da bin ich dann mal sehr gespannt drauf, weil ich könnte mir vorstellen, dass das auch wieder gut wird, weil Präkelt da offenbar ein Händchen für hat. Ja, auch schon andere gute Hörspiele gemacht hat und man darf gespannt sein. Also das ist auf jeden Fall ein Pflichttermin für mich. Den werde ich auf jeden Fall wahrnehmen. Ja, und Pink Floyd hat ja so eine spannende Bandgeschichte auch. Hier mit dem durchgeknallten Sänger, der dann in der psychiatrischen Klinik dann gelandet ist. Weswegen dann Pink Floyd Shine on You Crazy Diamond für ihn geschrieben hat, mehr oder weniger. Ja, ach Mensch, als Pink Floyd-Fan bin ich sehr, sehr gespannt. Da freue ich mich drauf. Und Präkelt ist wirklich immer hörenswert eigentlich. Am Dienstag, den 26. März, gibt es um 20.05 Uhr bei WDR 5 Wismutspiegel, Szenen aus dem Roman Rummelplatz von Werner Breunig. Das ist ein alter Roman, der lange in der DDR verboten war. Es geht um die Anfangstage der DDR, die Breunig sehr, sehr, wie soll man dann sagen, reell schildert. Also er nimmt da kein Blatt vor den Mund und das war auch wohl der Grund dafür, dass man es unter Verschluss gehalten hat. Ist eine sehr schöne Umsetzung aus dem Jahr 2010, ist es, glaube ich. 2009 sogar. Ist schon ein bisschen älter. Darf man gerne reinhören. Also mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Dienstag, 26. März, 20.05 Uhr, WDR 5. Dann gibt es den nächsten Teil von Paul Tempel und der Konrad-Fall. Mittwoch, 20.03 Uhr, BR 2 wiederholt. Dann Donnerstag, 21.03 Uhr. Und dann haben wir ein sehr, sehr hörenswertes Ding. Donnerstagabend, 23 Uhr auf 1 Live. Da gibt es nämlich Jörg Buttgereiz, Ed Gain, ein True-Crime-Hörspiel. Eine WDR-Produktion aus 2002, hat auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Sehr, sehr gut getimed, weil jetzt doch Hitchcock, glaube ich, ist schon in den Kinos oder kommt das jetzt in die Kinos? Ich glaube, es kommt, ja. Es kommt, glaube ich, in die Kinos. Und ist natürlich spannend, denn Ed Gain, wem der Name nicht sagt, das ist der Mörder, über den ein anderer, der Autor von Psycho, ein Buch geschrieben hat mit dem Namen, nein, jetzt wird es kompliziert, mit dem Namen Psycho, das wiederum Alfred Hitchcock natürlich zu seinem berühmten Film inspiriert hat. So ist das jetzt. Genau, so rum ist es, ja. Bisschen kompliziert. Und es geht darüber hinaus, das kennt man ja von Buttgereit, er analysiert das so ein bisschen, was denn das damals in Amerika für eine Bedeutung gehabt hat und dann natürlich auch angekoppelt, was denn der Film damals für eine Wirkung gehabt hat und warum er diese Wirkung gehabt hat und dass da letztlich ja ein neuer Prototyp entstanden ist, nämlich dieser psychopathische Killer. Das war einer der ersten, ja, richtig verbreiteten in Amerika psychopathischen Killer, der auf sehr bestialische Art ja menschliche Grenzen verschoben hat, was Empfindung und Vorstellungskraft anbelangt. Der hat nämlich, was er im Psycho jetzt nicht so direkt eine Rolle spielt im Film, das Buch kennen wahrscheinlich die wenigsten, tippe ich jetzt mal, also ich habe es auch nicht gelesen, der hat nämlich aus Menschenhaut auch Mobiliar gebastelt und Lampenschirme und also es geht sehr, sehr weit. Ja, es hat nämlich nicht nur Alfred Hitchcock zu Psycho inspiriert, sondern da hängen auch an andere berühmte Filme dran, wie das Texas Chainsaw Massacre
oder ja, Schweigen der Lämmer und so weiter. Also diese Figuren lassen sich, also laut Budgerei zumindest, alle ein bisschen auf diesen Ed Gein zurückführen. Und das dröselt er halt so ein bisschen auf und die amerikanische Gesellschaft, wie die damit umgegangen ist und so weiter. Das ist sehr, sehr spannend. Ist auch wieder so eine Verbindung aus Hörspiel und Feature. Und ich finde, das ist ihm sehr, sehr gut gelungen. Das ist unterhaltsam, ist jetzt wahrscheinlich das falsche Wort, oder? Doch, es ist aber unterhaltsam und sehr, sehr spannend und interessant. Also, das klingt ein bisschen nach Überraschungsei gerade. Ein Hörspiel-Überraschungsei. Ja, dann jetzt seid ihr wieder dran. Ihr wisst, Samstag, 30. März, 0.05 Uhr, DL11. Was läuft, ja? Okay. Gut, brauchen wir es nicht mehr erwähnen. Und dann? Ja, es nähert sich gewaltig dem großen Schritt dem Ende. Aber sowas von. Dann Samstag, haben wir noch 30. März, NDR Info um 21.05 Uhr, Fast Forward Kill. Eine WDR-Produktion aus 1997, haben wir euch auch schon mal vorgestellt. Da geht's ordentlich zur Sache. Ja, das ist ziemlich heftig, schöner, böser, eher fast schon eine Parodie, würde ich sagen. Ja, oder? Es ist so ja. Überzogen eigentlich, dass es eigentlich, ja. Glaube ich, schon auch als Parodie gedacht war. Ja, genau. Gut, dann was Lustiges für die Frühaufsteher. Am Sonntag, den 31. März um 20.13 Uhr, das ist der Ostersonntag schon, und da gibt es ganz passend um 7.10 Uhr an der Arche um 8 was Biblisches von Ulrich Hupp. Das ist eine sehr clevere Story, die eigentlich ganz einfach darauf fußt, dass drei Pinguine auf die Arche wollen. Und das Problem, sie sich nicht entscheiden können, wer denn jetzt auf die Arche geht, und sie versuchen dann den dritten zu schmuggeln, und das ist ja wirklich sehr, sehr lustig und witzig. Sehr, sehr humorvoll, und das spricht wieder beide Parteien an, weil ein bisschen so große Fragen auch letztlich so ein bisschen diskutiert werden. Halt Gott natürlich eine Rolle spielt und die Frage nach Gott. Ja, also wirklich was für nicht nur für Kinder, auch für Erwachsene, und es ist sehr, sehr humorvoll, toll inszeniert. Ja, kann ich auch echt nur empfehlen. Wer es zu dem frühen Zeitpunkt verpassen sollte, eventuell ist das ja möglich, der kann sich das Ding auch auf CD holen. Genau, dann gibt es ein sehr anrührendes Hörspiel, also was mich ja schon sehr, sehr, glaube ich mal, als schön traurig bezeichnet. Das zieht einen mit rein, die Story, und zwar geht es um Wie man unsterblich wird von Sandy Nichols. Das ist der erste Teil von zwei. Da laufen also Ostersonntag und dann am 1.4. Ostermontag, jeweils 14.05 Uhr auf WDR 5. Es ist eine Bearbeitung von Karl-Heinz Koenig, den man ja auch kennt, als Erzähler von Kinderhörspielen. Der hat diese Story bearbeitet. Und es ist wirklich eine Story über das Sterben, die berührt, aber ohne Kitsch und Pathos daherkommt, also überzogenen Kitsch und Pathos. Das ist ja eigentlich fast nicht möglich. Ja, ein Kind, das stirbt, und das nicht rührselig rüberzubringen, aber er schafft das tatsächlich. Ich weiß auch nicht so genau wie. Ja, es ist auch von der Inszenierung her sehr, sehr gut geraten. Also das Ensemble ist super, und das macht total Spaß. Was heißt Spaß? Kann man in dem Fall vielleicht nicht sagen, aber es ist fesselt einen, und man bleibt da wirklich bis zum Ende dran, weil es wirklich total spannend ist. Ja. Unter anderem zu Recht als Kinderhörspiel 2010 beim MDR ausgezeichnet worden. Ja, und dann kommen wir schon zum letzten Hörspiel, das wir euch noch präsentieren wollen. Nämlich dem ersten Teil von Montauk von Max Frisch. Das läuft nämlich am 31. März, 18.20 Uhr, das ist der Ostersonntag. Ach, da sind wir ja eh schon. Genau. Das ist ja alles Ostersonntag. Ja, es drängt sich ja wieder. Das ist ja immer Ostern und Weihnachten, dass sich da alles im Radio ein bisschen drängt. Das ist eine SWR-DAS-Koproduktion, und federführend ist Leonard Koppelmann. Was ja schon für sich spricht. Gute Umsetzung des etwas Max Frischs, ist ja quasi so ein autobiografischer Zug drin. Ganz interessant und gut produziert, und auf jeden Fall ein Ohr wert. Also wie gesagt, es geht es auch sonntags und montags an Ostern. Kann man gerne einschalten, gibt es auch im Handel. Ja, Mensch, dann sind wir tatsächlich durch und machen den Deckel zu und gucken, was in der freien Szene los war im, was haben wir für einen Monat? Februar. Danke, im Februar.